abändert. Und die Idee, von wo kommt die Idee? Die Idee kommt davon, das Projekt heisst die Zeitmaschine. Die Idee kommt davon, dass man es ganz, ganz auf die einfachste, möglichste Art Kind und allen Leuten erklären kann, woher unsere Zeit kommt. Der Tag, ja. Die 24 Stunden, der Monat. Ja. Man kann einen Übergang machen zur Geometrie. Wir haben einen Kreis mit 360 Tagen. Unser Jahr hat 365 Tage, weil man das dazu mal noch nicht so genau gewusst hat. Hat man 360 Grad einen Kreis gemacht. Wir erkennen haargenau, woher der Sommer und der Winter kommt. Wieso, dass wir ein bisschen kalt haben, wird dann auch warm. Ja, ja. Und, aber du hast mal etwas gesagt, es sei eigentlich ein Kindheitstraum, das zu machen. Ja, das ist im Prinzip ein Kindheitstraum von mir. Weil alle haben immer davon gehört, dass sie es gleich nie richtig können. Es sind immer noch ein paar physikalische Fragen offen geblieben. Ob die Erdachse dann gewackelt oder ob die Erdachse so geht. Und die Frage, wieso haben wir nur einen Mond und wieso hat der Mars zwei Monde? Und der krasseste, der Saturn, der Jupiter, hat 63 Monde. Also da fragt man sich dann schon, woher die vielen Monde dann plötzlich kommen. Und hast du auch etwas müssen auch wissen zusammentragen, oder? Ich habe mir da das neueste Buch gekauft. Ja, viel hast du ja schon gewusst, oder? Ja, viel, ja. Aber das wirkliche Information ist. Ich habe mir das neueste Buch gekauft, das heisst Insiderwissen. Das geht hauptsächlich um Zahlen, Fakten und einfach das Wichtigste, wo man darüber wissen will. Ich habe das als Basis genommen für meine Berechnungen. Alle Geschwister Planeten in unserem Sonnensystem sind, dass sie sind. Also das Gestell wird schwarz unten? Das Gestell wird schwarz. Das soll verschwinden im Schwarzlicht. Nur die Planeten leuchten. Sie können da frei schweben durch den Effekt vom Schwarzlicht. Und das ist der Plan, der erste, den ich gemacht habe, im Maßstab 1:2. Da erkennt man Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun ja, und ja. Und die sind alle maßstäblich zu meinem Objekt, das ich da baue, sind die maßstäblich jetzt 1:2 Zeichen. Du sagst, man kann also eigentlich sein Horoskop anschauen, im Grunde genommen, also Planetenstellung. Planetenstellung von jedem Datum, auch über die nächsten 5000 Jahre und zurück die letzten 10.000 Jahre. Die kannst du dir auf dieser einfachen Skala am Boden kannst du dir die Planetenstellung einstellen. Das ist eine 365-Tage-Einteilung. Und irgendwann, jedes Datum, sind die Planeten irgendwo gestanden. Und das ist das, was ich geführt über die Arbeit? Nein, ich habe kein Buch geführt über die Arbeit. Ich habe also nur weil ich weiss, dass du so viel schreibst, ich denke, das wäre noch wichtig, weißt du, so, dass jemand, der wissenschaftlich arbeitet, eine Einsicht hat, wie du dazu gekommen bist. Ich habe alle meine Erkenntnisse, die ich seit der Schulzeit gesammelt habe und die mich immer wieder begeistert haben, habe ich jetzt so zusammengetragen. Ich habe kein Buch geführt darüber. Im Prinzip mit dem zeigen, wie einfach verständlich das ist, wenn man es sieht und kann. Ja, ja, ja.